Fröhliche Musik passt viel mehr zu Minecraft. Wollte ich nur mal so gesagt haben, irgendwie. Aber ich habe ja so viel in der Playlist an lustige Musik, deswegen kann ich das auch so frei von der Leber weg sagen. Nein! Du hast mich nicht gesehen. So, da vorne war noch ein Creeper, den ich gesehen habe. Ach nee, da vorne ist irgendwie das Skelette. Ich muss mich konzentrieren. Nein, Creeper! 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 Creeper, 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 Mann. Da ist ein Creeper, Mann, ein Creeper, Mann. Creeper, Mann, Creeper, Mann, wir haben einen Creeper, Mann. In der Nachbarschaft haben wir einen Creeper, Mann. Jawoll, so. Dann machen wir das mal rein und dann, glaube ich, machen wir mal Folgendes. Wir gönnen uns das jetzt mal. Nein! War das lecker! So, und gleich werden wir wieder überrascht. Das ist natürlich Tradition und... So, das ist eine... Übrigens, so, Sekunde mal. So. Das hier, ne, meine lieben Freunde. Ich sagte viel zu oft, was soll denn der Scheiß? Naja, das hier, also, dass wir hier schlafen gehen und immer von so Zombies oder Skeletten oder sowas erwischt werden, also unsanft geweckt werden, ist eine ganz, ganz neue Monsterfalle. Also, das ist Eigenkreation, das ist mir selber eingefallen und das habe ich auch natürlich so gebaut dann, dass immer, wie hier zum Beispiel, wir immer von Zombies geweckt werden. Also, dazu, ja... Um das so hinzubekommen, das dauert echt schon lange und man braucht da echt viel Grips und Verstand, weil das ist echt total schwer, um so eine Monsterfalle überhaupt erst hinzubekommen. Also, das ist echt nicht ohne. So, die Musik, die können wir mal wieder angehen. Okay, können wir hier erstmal was da lassen? Wir lassen mal hier diese Saplinge da und das da lassen wir mal wieder da und das lassen wir mal da. So, das lassen wir mal da. Das nehmen wir mal mit. Das lassen wir mal da. So, und ich weiß, es ist wieder total unsortiert, aber egal. So. Okay, das war, glaube ich, der letzte Track hier, deswegen... Was machen wir denn hier? Portal. Das ist der Portal Soundtrack. Okay, 44 haben wir hier. Komm, da verarbeiten wir das mal auch kurz. Okay, jetzt haben wir einen 60er Stack. Daraus machen wir jetzt mal so und dann machen wir hier mal ein paar Stickies. Nicht zu viel, weil wir uns ja nicht gleich wieder übertreiben. So, da mal... Nee, hoppala, was mache ich denn hier wieder für einen Stuss? So, da und... Da und... Da und... Da und... Da und... Da und dann haben wir hier 10 Leitern. So, das mal bitte. Dankeschön. Und dann, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir Folgendes. Wir machen hier mal... Ein neues Schwert könnten wir mal machen. Komm, wir zaubern uns jetzt mal ein Schwert. So, und dann natürlich noch ein paar Spitzhacken. Also, die Betonung liegt auf ein paar. Eine reicht erstmal. So. Okay, wie viele Leitern haben wir jetzt? 10, das wird, glaube ich, reichen. Und wir machen mal, warte mal, wir machen mal eine Schaufel. Weil wir müssen jetzt dann den ganzen Dreck noch raus...
pöbeln aus unserem Zuhause. So. Und wenn wir schon mal hier dabei sind, dann mache ich jetzt mal Folgendes. Na, wisst ihr schon, was das sein soll oder nicht? Ja, natürlich so eine Art Geländer. So, machen wir hier auch mal eins hin. Komm, hier machen wir auch mal eins hin. Und dann hier noch und da noch. Da müsste der Weg auf jeden Fall noch breiter werden. Komm, das machen wir noch mal kurz. Wir haben eh nur noch 7... Dings. Ne? 7 Dings haben wir nur noch. Okay, schon war es nur noch 1. Okay, oh nein, jetzt haben wir schon wieder Mittag. Was? Wir haben schon wieder Mittag? Ah, nee. Ja, fast. Na gut, was ist jetzt eigentlich hier mit dem Creeper? Der ist gestorben, ne? Ist er direkt da gestorben, als er runtergefallen ist? Nee. Ich will zum ehrlich zu sein auch gar nicht rausfinden. Hier haben wir wieder ein paar Knochen. Den nehmen wir mal mit. Und ich habe mal vor. Und ein wieder neues Projekt. Die anderen fassen sich jetzt hier wieder an den Kopf. Bestimmt. Aber ich habe mal was vor. Also das ist... Ich kann mir vorstellen, da können ein paar ganz schön lustige Folgen dann dabei rauskommen. Und zwar will ich... will ich mal ein paar Folgen auf Hard spielen. Also nicht auf Easy oder auf... Peaceful oder sonst was, sondern auf Hard. Das soll über ein paar Folgen hinweg gehen. Aber damit will ich mir erst noch ein bisschen Zeit lassen, bis wir wieder ein paar gescheite Ressourcen haben. Wie zum Beispiel Eisen. Ich weiß nicht, was mit Eisen ist. Haben wir uns echt hier diese Kackinsel rausgesucht, wo eigentlich gar nichts an Eisen oder irgendwie sonst was ist. Kohle gibt's hier. Ja, mit Kohle kann man hier... Braucht man hier gar nicht zu meckern, aber Eisen ist hier echt... Fehl am Platz, gibt's nicht. So, ich glaube, wir können uns jetzt bis wohin buddeln wir uns jetzt eigentlich vor, bis zu Cobblestone, oder? Cleanstone? Nee, ich glaube, so weit sollten wir gar nicht. Ja, auf jeden Fall total ungeil. So, und so. Okay, da haben wir schon unsere erste Wand und da können wir jetzt schon... machen wir mit die paar Fackeln hier. So, besser. Ach nee, jetzt kommt wieder diese Musik. Ich krieg einen Rappel, komm. Ich kann auch gerade keine anderen Lieder in die Playlist reintun, weil ich halt eben zum 1000. Male gesagt im Ausland bin und da habe ich so einen Internetstick und der Internetstick, der hat 4 GB drauf. Ja, also das ist so ein 4 GB Stick und da kann man eigentlich, den kann man so benutzen, wie man fröhlich ist, aber halt je nachdem, wie viel man ihn benutzt, geht halt auch Megabyte-Zahl davon weg und weil ich halt eben auf das ganze Zeug wie Fratzenbook und wie heißt das Ganze nicht, YouTube und eben auch meine ganzen Videos, die ich halt eben auch so gucke von anderen Let's Playern und anderen Leuten, die, weil ich ja, ich meine, ich will ja immer up to date sein, ne, und ich will ja nicht von gestern sein und deswegen passe ich da übelst auf diese ganzen Megabytes auf und dass ich halt eben nicht zu viel verschwende und wenn ich da halt eben irgendwas runterladen sollte, dann ist die Zahl der Megabytes schnell mal weg und das will ich natürlich nicht. Und deswegen lade ich auch zum Beispiel keine Videos hoch. Ich sag's ganz ehrlich. Dafür sind mein Internetstick viel zu kostbar. Nee, natürlich nicht. Kostbar nicht, aber ich meine. So, ach Mensch. Was machen wir denn hier mal kurz? Wo ist denn hier der Happy Team? Wo ist denn der? Hallo? Da. So, ich weiß gerade gar nicht, wie viel wir da buddeln dürfen, bis wir wieder zu Wasser stoßen, weil hier ist ja dann gleich die Küste.
Okay, so sehen dann unsere Räumlichkeiten hier unten aus. Hier unten. Und dann habe ich mal Folgendes vor. Ich werde, und das wird, glaube ich, ziemlich geil, die hier diese vordere Wand aus ganz Glas machen. Das heißt, dass wir direkt, weil hier drunter muss ja direkt Wasser sein. Haben wir ein paar Cobblestones hier? Ja. Ich kann es mal kurz demonstrieren. Hier ist ja direkt Wasser. Und ich kann mir das richtig geil vorstellen, wenn da vorne dann so eine Glasfront drinnen ist. Und das wird echt übelst geil. Also da seid mal gespannt, was uns da alles erwartet. Auf jeden Fall sehr, sehr geiles Zeug. Richtig geiles Shit. Richtig geiler Shit. Richtig geiles Shit. Ja. Können wir hier mal raushauen? Wir buddeln das hier mal weg und machen da mal noch Cobblestone hin. So, da und da und da und da und da. Und da und da und da und da und da. So, machen wir hier mal noch mal kurz eine Fackel hin, weil ich glaube, es ist ein bisschen noch zu dunkel hier. So. Und was? Wollen wir mal Folgendes machen? Ich glaube, wir machen das jetzt mal. Komm, einfach mal just for fun. Wir gucken mal, wie das hier drunter aussieht. Ich glaube, hier kommen wir dann an Land. So, dann nochmal da und da und da und da und da und da. Sind wir hier? Ah, hier sind wir, glaube ich, direkt unter unserer Ressourcensammelstelle. Also da, wo wir das ganze Cobblestone da, den ganzen Cobblestone abgebaut haben. Vermute ich jetzt mal. So, und weil es so schön war, gleich nochmal. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Gravel so ziemlich hasse und ich finde das irgendwie total unnütz. Irgendwie, ich weiß nicht, ich mag irgendwie die Ressource nicht. Gefällt mir nicht. Ganz schlicht und einfach gefällt mir nicht. So. Okay, dann, hier mal zumachen. Und dann können wir das hier mal wegmachen. Und hier mal wegmachen. Jetzt haben wir hier zwar so eine unschöne Strömung. Oder haben wir das? Nee, haben wir nicht. Klasse. Okay, so sieht das dann ungefähr aus. Und dann kommt hier so die Eingangstür hin. Ein bisschen so versteckt. Das finde ich schon ziemlich geil. So und so und da, dann... Geil! Geil, Freunde! Das ist geil! Gefällt mir. Ja, klasse. So, komm, dann kleiden wir hier nochmal kurz aus. Ich glaube mal, so ein richtiges Highlight wird, diese Glaswand dann von, diese Glasfront. Das wird richtig geil. So, das mache ich erstmal ganz unschön mit Cleanstones, aber mit Cobblestone, aber das werden wir später dann mit Cleanstones machen, weil Kohle haben wir hier genug. Und hier sind wir dann auch schön von Monstern, vor Monstern geschützt und da würde schon Nacht. Ja, ich glaube, wir bleiben jetzt mal hier. Wird zwar ziemlich unspektakulär jetzt, die Nacht, aber wir hauen jetzt hier nochmal kurz das da hier hin. Mist, ich hätte das Bett mitbringen sollen. Naja, egal. Verreck ich eben hier in dieser Scheiße. So, wollen wir noch jetzt Folgendes machen? So, guck mal, weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich mache jetzt hier mal die Playlist aus. Und mache auf Dings hier so. Okay, Freunde. Guck mal an, wenn wir hier das hier so haben, dann kommen wir die Leitern, die Treppen nicht mehr hoch. Okay. Hier haben wir dann die ganze Glasfront. Okay, Das ist dann so ein bisschen der Eingangsbereich. Und dann wollen wir hier noch ein bisschen weiter rüber gehen. Oder wollen wir das lieber mal lassen? Das wird jetzt wieder dann eine richtig... Hört ihr das?
Habt ihr das gehört? Das hört sich so an, als würde jemand Ding abbauen. Oder setzen. Angst? Die Legende um hier. Oh, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich hab da was Passendes. Warte mal, was war denn das? Nee, 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 nee. Ist das die Sage von Herobrine? Bevölkert er jetzt doch wieder die Welt von Minecraft und setzt irgendwo Erdblöcke oder pflanzt welche ab? Herobrine wurde eigentlich entfernt in der 1.6. Doch ist es jetzt unter mysteriösen Umständen doch wieder hier? Man weiß es nicht. Wollen wir es herausfinden oder lieber doch nicht? Ja, das war's auch schon. Was ist denn das? So, ich glaube, ich mache mal kurz Folgendes. Ich mache hier mal den Sound laut, damit ihr das mal hören könnt, ja? Jetzt ist es komischerweise weg. Also ich habe das Bedürfnis, mal rauszugehen, um mal zu gucken, was da ist. Oh mein Gott, das ist gerade ein bisschen gruselig, muss ich mal, um ehrlich zu sein, zugeben. Hallo? Oh Gott, oh, wenn er jetzt hier gestanden hätte irgendwie. Weil ich muss schon sagen, obwohl. Ja, ich meine, viele meinen, das Ding gibt's ja gar nicht, ne? Herobrine und sowas. Also, der wurde ja eigentlich auch entfernt. Und jeder sagt da, was weiß ich, das ist der tote Bruder von Notch und was weiß ich nicht, was alles da für gruselige Mythen da im Netz so kursieren. Aber das eigentlich, ich erkläre das mal kurz, ne? Wir haben ja gerade eh nichts Besseres zu tun hier unten. Das ist eigentlich, der tritt, soviel ich weiß, eigentlich nur auf Multiplayer-Servern auf. Also ist aufgetreten, um ehrlich zu sein, um besser zu formulieren. Aber jetzt. Hört ihr das? Also, jetzt mal ganz ehrlich. Wenn jemand weiß, was das ist, bitte schreib's in die Kommentare. Das ist echt mal ein Aufruf. Da liegt mir irgendwie ziemlich viel dran. Leute, schreibt's bitte rein, ja? Also, falls da jemand was weiß, was das da ist, dann schreibt's bitte rein. Seid nicht faul und macht es einfach, ja? Danke. Was ist denn das? Ja, und der soll angeblich der tote Bruder von Notch sein und der taucht ihm eigentlich, also einfach an, ist eigentlich auch nur so ein bisschen rum erzählt. Das ist unglaublich, was ist das? Taucht eigentlich nur auf Multiplayer-Servern auf und das ist eigentlich ein normaler Skin, also so wie wir, nur mit, okay, passt auf, mit ganz weißen Augen, also ohne Pupille, ja. So sieht der Skin aus und, Scheiße, was ist das? Und auf jeden Fall, der taucht halt einfach irgendwo auf und lotst sich zum Beispiel irgendwo hin. Und dann baut er irre schnell einen Tunnel zum Beispiel nach unten oder was ganz schnell nach oben mit Fackeln und alles. Also ein richtiges Gebäude, wo du ihm dann praktisch im Endeffekt folgst. Ja, also das ist, ich meine, das ist eine ganz normale Reaktion. Das würde ich auch machen, falls hier irgendwas wäre, dass da. Da würde ich natürlich jetzt auch nachgucken gehen. Da sagt er zum Beispiel dann in den Chat, komm mal mit, ich will dir Diamanten zeigen oder was weiß ich. Und dann folgt man ihm dann praktisch, ne? Und dann sind da, macht er halt eben einen ganz tiefen Tunnel nach unten, irgendwo ins Gebirge rein. Und Gott, wenn er jetzt hier auftauchen würde, ne? Also hier jetzt direkt vor uns irgendwie, ich glaube, ich würde so losschreien und
so gegen den Monitor hauen, dass irgendwie mein ganzer PC zerfetzt und zerfliegt und in tausend Richtungen zerspringt. Und ich gehe mal kurz hier in die Ecke. Und, oh Gott, es sieht gruselig aus. Ich guck mal nach unten, oder? Nee, komm, wir gucken mal hier so. Und da gehst du dann praktisch im Endeffekt mit. Und unten dann, also ist dann so ein kurzer Raum halt eben, wo er halt eben ausgebuddelt hat. Und da sind dann zum Beispiel so Diamanten. Und du freust dich natürlich, ne? Und willst abbauen. Und dann auf einmal sagt er da zum Beispiel in den Chat ganz komische Sachen, wie zum Beispiel, Only God can help you. Also nur Gott kann dir jetzt helfen. Da stirbt man dann unter mysteriösen Umständen. Und was ist das? Guck mal. Also der baut was hin. Also da baut irgendjemand was hin. Sind es Soundbugs? Kann es sein? Wobei, das ist mir bis jetzt noch nie passiert. Oder dass mir so Minecraft abgeschmiert ist, wie zum Beispiel jetzt in der letzten oder vorletzten Folge mit Out of Memory oder sowas. Das hatte ich auch noch nie. So, wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir machen jetzt mal. Komm, ich habe eigentlich keinen Bock hier rauszugehen. Aber. Oh Gott, wir haben noch. Ich höre nichts mehr hier. Aber sobald wir unten sind. Das. Jetzt mal ohne Flachs, ne? Mich haut es gerade hier echt vom Stuhl. Was ist das? Ich könnte jetzt darüber noch 5 Folgen lang staunen, weil es ist gerade echt. Was zur Hölle soll das sein? Weil hier, glaube ich, ist nichts mehr, oder? Ist in der Richtung. Okay, ja, und dieser besagte Herobrine, der wurde in der 1.6, war das eine 1.6 oder eine 1.6 unterstrich 1, auf jeden Fall irgendwann in der 1.6 wurde der entfernt, also das heißt, den konnte man weder beschwören noch, der ist irgendwie aufgetaucht, und also ich weiß gerade echt nicht, weil Kühe können ja, so viel ich weiß, nicht irgendwie Erde platzieren. Also es macht mich gerade etwas fertig, dass wir nicht wissen, was das ist und ich eigentlich auch nicht rausgehen kann. Guck mal, da vorne ist ja richtig Partyversammlung. Okay, gut, es wird gleich wieder Tag. So. Oh mein Gott. Oder es hört sich an, als würde da jemand rumlaufen. Leute. Obwohl, nein. Sekunde, ich mach mal kurz was. So, ist dieses Geräusch, was wir jetzt hier hören, ähnlich dem Geräusch, wenn wir laufen auf. Ja. Ich glaube, der Mythos, der ist gelöst. Glaube ich. Wahrscheinlich stolziert da draußen eigentlich nur so ein Zombie rum und wir machen uns hier. Oder ich, besser gesagt, mache mir richtig in die Hose und. Gott hat's mich gezogen. Gott hat's mich gezogen. Nein, ich will da rein, ich will da rein. Scheiße. Boah, hat's mich gerade gezogen. Alter Pupeiter hat mich gerade gezogen. Das gibt's doch gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Oh, ekelhaft, ekelhaft. Oh, Gott, geht mir gerade die Pumpe, das gibt's doch gar nicht. Ich will raus. Was war das? Mensch, oh. Oh, geht mir die Pumpe, das ist echt. Okay, passt auf. Das Erde. Das Erde. Also, wenn wir jetzt nicht so koppelsteinlos wären, dann würde ich jetzt hier mal um das Haus herum alles mit Cobblestone abkleiden, um halt eben mal zu gucken, ob das eigentlich nur wegen weil halt da jemand rumläuft, weil das halt einfach nur diese Geräusche sind, wenn jemand auf Erde rumläuft. Alter, das ist, boah. Auf jeden Fall geil, echt. Und da haben wir Kohle und ich gucke hier gerade mal, was hier so ist. Ne, also wundert euch nicht. Nein, nein, ich hasse Regen. Oh! Ja! Eisen! Jawohl! Geil! Endlich, endlich! Endlich haben wir Eisenmeer! Endlich haben wir Eisenmeer! Okay, ich sammle hier mal kurz ein bisschen Sand, weil ihr wisst ja, wir müssen diese Glasfabrik da vorne machen. Und was ist das denn hier? Ja. Was ist das denn hier? Das ist Sandstein, oder? Das ist Sandstein. Okay, Mensch, das ist auch laut, hoppala. Was ich dann auch gleich mal machen werde, ist ein Aufnahmepäuschen, weil ich nehme jetzt auch schon wieder seit Stunden auf und ich habe auch langsam nicht mehr allzu viel Lust. Und wie viel Sand haben wir jetzt eigentlich? 22. Ich muss jetzt dann kurz nochmal in die Aufnahme checken und mal gucken, ob man das dann auch wirklich hört, diese Schritte oder was auch immer das halt eben ist. Echt scheiße, dass ich jetzt gleich nicht die Folgen hochstellen kann. Ah, das pisst mich gerade ein bisschen an. Shit. Mist. Naja, gut. Ich beende mal hiermit die Aufnahme und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, schreibt es bitte in die Kommentare, falls ihr wisst, was es ist. Und dann sage ich Tschüss und Ade.